Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal beim Gamer Hanzo. Hallo, nochmal. Wir starten heute weiter in eine neue oder eher beziehungsweise die Partie dann gleich gegen Kiel, wenn ich jetzt richtig lag. Ich bin heute auch in einer neuen Aufnahme und ja, ich freue mich auf jeden Fall mit euch zusammenzuarbeiten. Der Stein, Jugendspieler von uns. Oh. Der Schwede. So. Was haben wir so? Und dann starten wir jetzt gegen Kiel rein. So sieht es nämlich aus. Wir sind jetzt ein Spieltag hinterm HSV, trotzdem auf den ersten wegen unserer Tordifferenz halt. Und mal gucken, was heute gegen Kiel ist. Die Startformation bleibt erstmal die gleiche halt, bis auf halt wie Klimowitz, dass er halt weiter spielt für Hochscheid, weil wer den letzten Part gesehen hat, weiß, dass Hochscheid verletzt ist für 2 Monate und das ist nicht gut. Aber wir versuchen unser Bestes trotzdem weiter mit der Mannschaft, wie wir sie jetzt haben. Und ja, dann gehen wir jetzt rein. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel. Wir sind also zu Gast in der Liga, eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Wird schwer gegen Sie, Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und wenn Sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn Sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3 mit Flügelspieler. Ja, Wolf, spannende Geschichte. Viel Betrieb im Sturm über Außen, du hast es angesprochen. 3 echte Stürmer sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Abwarten. Super Stimmung hier, Buschi. Das sind diese Partien, die die Fans begeistern, die sie elektrisieren. Und das hast du hier schon vor dem Spiel gemerkt. Es ist ein wichtiges, ein ganz besonderes Spiel für die Fans. Und das zeigen sie uns auch. Eine tolle Kulisse. So, Anstoß. Und los geht's. Platz jetzt.
Und da war es 1-0. Das war jetzt gut rausgespielt von Klimowitz auf den guten alten Patrick Strauß. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding. Ja, aber sogar Klimowitz nicht schlecht von den beiden. Und damit haben wir und den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mühling. Hauke Wahl. Sie holen sich den Ball. Schönes Zuspiel. Oh, langer Ball auf Krüger. Was macht Krüger auf Samson? Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Und das war leider abseits. Anscheinend. Ignowski. Meffert. Teska. Hauke Wahl. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Wer noch nicht abonniert hat, kann auch gerne den Kanal abonnieren. Und einmal die Glocke aktivieren, dass ihr niemals ein Video oder ein Livestream von mir verpasst. Weil ich streame ja auch ab und zu halt. Ballgewinn, gefährliche Position. Und ja. Schönes Zuspiel hier. Da zieht er ab. Der Abschluss ist dann doch zu halbherzig, ne? Ja, da sagt der Torwart vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Da erobert er den Ball. Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Nürnberg. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 20 Minuten. Gute Chance. Das hat sie. Boah, Klimowitz. Doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Das war sich gut durchgesetzt. Gegen Gretchen, den Abwehrspieler, der angeflogen kam. Und Klimowitz macht es einfach nur wieder überragend. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Teska. Ignowski. Ein Pass mit viel Auge. Gefährliche Szene. Pfosten. Oh, schade von Krüger. Ich hätte es ihnen auch gegönnt, wenn das so ein Ding gewesen wäre. Aber leider ging der Ball nur an den Pfosten. Das war eine gute Chance und dann ist das Alu im Weg. Ball ist wieder weg. Sie bringen den hohen Ball. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Der Ball und er war zu lang. Da kam das Zuspiel nicht an. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Das könnte was werden. Da ist die Flanke. Und da schade. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Teska. Meffert. Weg ist der Ball. Gute Balleroberung, was machen sie draus? Meffert. Ignowski. Stark gemacht, das könnte was werden. Sie machen das. Schade. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ah, das ist Ball. Wenn ihr euch fragt,
Warum ich halt zwischendurch nicht kommentiere oder so, ich lasse das die Kommentatoren machen. Halt nur wirklich sowas, was die Kommentatoren halt nicht sagen, so wie zum Beispiel das 2:0 von Klimowitz, was er da halt gemacht hat und ja. Also nur wirklich so zwischendurch, wo ich mich mal melde. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich versuche euch nur guten Content zu liefern und eine gute Karriere mit dem Verein. Weil ich mag den Verein hier auch sehr. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und ja. Meffert. Klasse Vorstoß, da müsst ihr aufpassen. Ganz alleine. Der geht nicht rein. Wow. Netz. Er gibt Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß. Links, rechts, links, rechts. Ich nehme. Das war natürlich von mir aus. Daneben. Links. Komplett verunglückt. Also von dem Schützen aus links. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ballverlust. Der hätte Key jetzt mit dem Elfmeter rankommen können. Gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Wenn ich vorher Checkel gewählt hätte. Weil am Ende wäre er jetzt an der Stelle da gewesen. Und ja. Gespielt sind 58 Minuten. Danke für das Update. Schöner Spielaufbau. Ja, das könnte was werden jetzt. Den Ball hat die Abwehr. Sagt nicht, es gibt jetzt schon wieder Elfmeter für nichts. Den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, oh, eng war es, klar. Links, rechts, links, rechts. Ich will wieder links. Und Mülling schießt wieder an derselben Stelle vorbei. Oh ne. Großer Fehlpass von Kakutulua und ja. Da war der Ausgleich. Gut gemacht von Fabian Reese. Aber das sollte uns jetzt nicht weiter stören. War das Einzige, was zählt, sind die drei Punkte für uns und. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem. Das sicher. Ist wirklich das Einzige, was zählt. Und das wäre ein gutes Spiel auch mit abliefern, wenn es halt mal nicht so kommen sollte, oh, das dass die drei Punkte drin sind, dann ist es ein Punkt, wenn es gar nicht funktioniert. Ja, sind halt auch leider mal keine Punkte drin. Ignowski. Da hat er nur noch den Torhüter vor. Weil Kiel gehört einer zu den Stärkeren. Und da baue ich gerade die Bockmist, weil ich mich gerade voll nicht darauf konzentriere, die Abwehr zu steuern. Was auch da immer gerade mit mir los ist, aber. Da wird er gestört. Meffert. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ball läuft gut. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Der Ballverlust. Jetzt wollen die Fans nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Schönes Anspiel. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Meffert. Da zieht er ab. Das war eine klasse Gelegenheit. Ganz knapp. So, jetzt machen wir kurz noch einen Wechsel. Fandrich wird spielen. Und Baum
Ah, okay, schon dreimal gewechselt. Vier Minuten bleiben hier noch. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Wird es hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Jetzt haben sie den Ball wieder. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Mühling. Und das schade. Am Ende steht hier also die Niederlage für die, die Führung aus der Hand gegeben. Das war bei dieser, aber sowas kann halt mal passieren. Und ja, kommt mal vor. Was wird jetzt noch eine zweite Partie geben? Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind. So kurz und nach dem Spiel. Die werden wir auf jeden Fall wieder gewinnen. Ja, Siegesserie kann mal reißen. Ist nicht so weit schlimm wegen einem einzigen Spiel. Ich glaube, wir waren jetzt bis jetzt lang umgeschlagen. Das war's auch schon. Zwei Unentschieden oder so. Waren wir noch dabei? Warte mal, ich kann mal nachgucken. Ja, ein Unentschieden, 7 Siege, eine Niederlage. Also es ist vollkommen in Ordnung. Wir sind jetzt wirklich gleich auf mit dem HSV. Wir dürfen halt bloß nicht nachlassen. Das ist das Einzige und das wird halt auch nicht. Also ich versuche das in meiner Macht Ware zu stehen, dass wir den ersten Platz halt nicht abgeben an den HSV. Klar, es ist ein direkter Aufstiegskandidat. Aber so vielleicht unter den Top 10, vielleicht Top 7. Oh, zurück. Machen wir das noch schnell. Ja. Gehört eigentlich Aue hin, also wirklich auch in der oberen Tabellenhälfte mit. Aber mal gucken, wie die Saison verläuft. Die Saison läuft ja 34 Spieltage. Und da werden wir ja sehen, wo wir am Ende stehen werden am 34. Spieltag. Weil es kann jederzeit, wirklich jederzeit alles passieren. Darum brauche ich auch eure Unterstützung, dass ihr eure Vorschläge wie für Spieler oder so reingibt. Wäre gar kein Thema. Und ja. Uhr. Ja, Bein in die Hose gegangen. Ja, warum nicht? Ah, Leute, kein Ziehwasser getrunken. Man kennt's. Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ich live streame, ob ich Mad Face Cam machen soll schon oder halt noch ohne. Weiter darauf würde ich mich auch auf die Kommentare mega freuen. Und ja. Die Trainingseinheit lassen wir jetzt aus. Und machen wir irgendwann mal, wenn sie wieder auftaucht. Weil wir wollen jetzt gegen den KSC ran. So, zack. Scouting, was sagt der? Nö, nö. Nein. 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 Leider keiner aus Deutschland. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in die Partie gegen den KSC.
Und für jeden Daumen nach oben freue ich mich auch umso mehr. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass euch das gefällt. Und ja, ich bedanke mich trotzdem schon mal für die Leute, die immer da sind, die meine Videos auch schauen. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind Wolf und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Ich freue mich auch über jeden, der in den Livestream kommt, wenn ich mal livestreame. Ich habe nämlich auch vor, einen Livestream zu machen mit dem Schalke 04, wo sie von der aktuellen Lage zurzeit noch in der ersten Liga halt da unten rausholen, dass es wieder die Schalker Mannschaft wird, wo du wirklich sagen kannst, alles klar, Champions League oder so ist da drinne. Weil das versuchen, das will ich nämlich auch noch versuchen. Und ja, wie schön, dass es hinten blau-gelb ist. Verstehe ich zwar jetzt gerade nicht, aber okay, lass mal gut sein. Jetzt ist es gefährlich. Guter Pass jetzt. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Und da war Top-Torschütze mit der Nummer 11, Florian Krüger. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Was die Gastgeber in dieser Saison bislang zeigen, ist wirklich beeindruckend. Sind natürlich unglaublich gut gestartet, halten das bisher auch klasse durch und von einem möglichen Einbruch ist nichts zu spüren. Bitte achten Sie immer darauf, dass auch die anderen Fans in Ihrem Block das Spiel störungsfrei verfolgen können. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Guter Spielaufbau. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Heise. Fröde. Anspiel kommt gut. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Und da ist der Ball wieder weg. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt's alle Infos jetzt. Ja, wir haben hier das erste Tor für Darmstadt. Neuer Spielstand damit 1-0. 22 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Sie holen sich den Ball. Schade. Unsere Bälle kommen irgendwie nicht mehr an, weil jetzt auf einmal komischerweise der Gegner immer an den Ball kommt, egal was man macht. Und ja, sieht gefährlich aus. Da machen sie gerade einen auf Messi und Ronaldo. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Wollte es gerade sagen, weil da schied sich auch mal die Angewohnheit, den Gegner laufen zu lassen und du selber halt dagegen dann nicht machen kannst. Das Tor außer man heißt Florian Krüger und man schießt Aue zum 2-0. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und da war es 3-0. Das war der Hattrick. Hier sehen
sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Das könnte vielleicht was werden. Er kann diese Situation, oh, da kam Krüger leider nicht mehr hin. Aber es wäre zu gut geworden jetzt. Sie kommen jetzt über außen. Und Kakutulua macht das sehr gut. Gnadentic, der kommt auch dadurch. Jetzt ist Djonic auf der Seite. Passt in die Mitte. Da läuft zwar Strauß, aber man muss es mal so probieren. Und da ist Halbzeit. Für den Moment. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. Ah, sie verlieren den Ball. Ja, könnte was werden. Könnte gefährlich werden. Das ist riskant, wie er hier reingeht. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Ich glaube, das war Louis Samson, der da gut rankam. Jonic. Auf Klimowitz. Klimowitz auf Patrick Strauß. Er mit dem Schuss. Und knapp vorbei. Da hat fast alles gestimmt. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Der Angriff könnte was werden. Und da ist Krüger. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Tolle Parade. So, Ecke. Und die kommt leider nicht in Toren. Kriegen die nächste. Wir machen den Freistoß genau. Die Ecke genauso. Entschuldigung für den Versprecher. Gemacht. Da kann er ihn stoppen. Karlsruhe ein bisschen mit der Situation überfordert, dass Aue auf einmal mit so einem Pressing da ist auch. Den Ball kann er abfangen. Aber wer nicht presst, der nicht gewinnt. Wer nicht verteidigt, der verliert. Gute Chance. Und da war es wieder so weit. Da kamen sie jetzt mit dem Tor ran. Aber wir dürfen die Führung jetzt nicht wieder aus der Hand spielen, so wie gegen Kiel. Da ist die Balleroberung. Hofmann. Können Sie jetzt verkürzen? Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Viel mit Auge. Bahn ist oben. Da ist er schade. Zu früh losgelaufen. Jetzt kommt für Gnatic, kommt jetzt Stiller rein. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Heise. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen.
Wir werden jetzt alles dazu bringen, dass die nicht mehr Ballverlust aufs Tor schießen. Und ja. Das wird Abschluss geben jetzt. Für Klimowitz kommt dann hinterher noch Mietschak rein. Dann würde ich sagen, ach komm Samson, du bleibst jetzt mal drinne. Da wird jetzt Baumgart reinkommen. Ja. Okay. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Und er pfeift abseits. Ah, schon wieder. Schade. Aber so ist Krüger halt. Ah, sie verlieren den Ball. Der ist vorne, um Tore zu schießen. Was anderes tut er mit seinem Konter jetzt auch nicht. Ball am Pfosten, aber wir sehen es, er dreht sich noch hinter die Linie. So ist es manchmal, eine Millimeterentscheidung. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Guter Ball nach draußen. Heise. Der Ballverlust. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Jung. Heise. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie. Guter Pass jetzt. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Also ich muss auch sagen, Krüger ist so ein geiler Stürmer, der lässt sich so geil steuern. Vielen Dank. Wer von euch FIFA spielt, der kann den ja gerne mal ausprobieren. Aber für mich ist auf jeden Fall, bleibt es der beste Stürmer, mit dem ich jemals gespielt habe. Und er wird auch im Real Life einer mit den besten Stürmern in der zweiten Liga sein. Mal gucken, wo es ihn früher oder später hin verschlägt noch. Und ja. Wir bleiben weiter auf dem ersten, weil Hamburg mal wieder gepatzt hat. Sind aber nur drei Punkte dahinter, sind halt Hannover, Hamburg und Nürnberg. Aber ja, das wird uns nicht stören. Wir versuchen es zu verteidigen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Gamer Hanso. Ciao.